Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Carmen von Capris Kreativblog. Ich war gerade dabei, mein Papier neu zu organisieren, denn ich habe mir diese LP-Hüllen bestellt als Tipp von einer anderen YouTuberin, denn sie sortiert da ihr 30x30 Papier. Wie sollte es anders sein? Mir ist dieses Weihnachtspapier entgegengefallen und ganz besonders hat mich dieses Papier hier getriggert. Und mir ist eine Idee gekommen und habe mich sofort dran gesetzt. Also das war's dann mit Papier wegräumen. Wer kennt das nicht? Irgendwas fällt einem in die Hand und dann ist man sofort abgelenkt als Bastler. Dazu ist mir jetzt eine Idee gekommen und zwar wollte ich daraus einen typischen Türchen-Adventskalender basteln. Währenddessen ich schon so vor mich hingebastelt habe, ist mir dann die Idee gekommen, eigentlich könnte ich auch das Video mal mit anschalten und eine Art Watch Me Craft draus machen. Den einen oder anderen würde es sicherlich auch interessieren. Einige Pakete sind schon fertig und ich würde euch erstmal kurz erklären, was ich gemacht habe. Und zwar habe ich mir die Türchen erstmal mittels Cuttermesser zurechtgeschnitten. Das zeige ich euch schon mal hier. Und zwar habe ich mir einfach meine Schneidematte geholt, mein Lineal und ein Cuttermesser und habe als erstes erstmal die Türchen ausgemessen. Das seht ihr hier, diese wunderschöne Liste ist entstanden. Hab dann immer gemessen, wie breit sind die Türchen, wie hoch sind die Türchen und habe mir daraus das Papier errechnet. Alle Maße stelle ich euch bereit. Dann habe ich mir im nächsten Schritt halt mein Cuttermesser und mein Lineal geholt und meine Schneidematte und habe das einmal zurechtgeschnitten. Die größeren Türchen habe ich ein bisschen kleiner geschnitten, weil man sonst kein 30x30 Papier hätte verwenden können. Deswegen wundert euch da nicht von den Maßen her. Die Papiere sind halt ein bisschen kleiner angepasst. Klebelasche habe ich manchmal extra erstellt. Da, wo das Papier gerade so gepasst hat, habe ich immer mir einen Streifen zurechtgeschnitten und habe das quasi als Klebelasche reingeklebt. Wenn das Papier halt von den Maßen her immer 30x30 war und man hätte keine Klebelasche mehr rausbekommen, dann habe ich mir hier so einen Streifen genommen von meiner Restepapierkiste. Habe da ungefähr so 2 cm genommen, habe das bei 1 cm gefalzt, habe die Ecken angeschrägt und habe mir das dann halt quasi als Klebelasche eingefügt. Das hat ganz gut funktioniert. Wieder zurück zu den Türchen. Ich habe mir dann einmal mein Cuttermesser genommen, habe 3 Seiten aufgeschnitten und habe alle Türchen einmal nach links aufgehen lassen und habe da dann immer mit dem Falzbein angesetzt und habe da eine Linie gezogen, habe mir dann einen kleinen Kreisstanzer geholt. Das ist der kleinste, den ich besitze. Der ist ungefähr 1,6 cm. Habe mir dann aus meinem Restdesignpapier immer so kleine Kreise geschnitten, dass dann quasi das meine Öffnungen sind, um die Türchen dann aufzumachen. Das einmal zur Vorbereitung. Jetzt würde ich sagen, zeige ich euch einmal, wie wir das mit den Falzen machen, mit dem Papier machen, nochmal genauer. So, ich habe mir zum Beispiel hier die Nummer 6 habe ich mir einmal ausgemessen und das Türchen ist ungefähr 4,7 und in der Höhe ist es 2,5 und ich habe die Boxen ein bisschen größer gemacht, weil man will die ja quasi außen entlang kleben, sodass wenn man halt das Türchen öffnet, man wirklich auch die Box sieht. Wenn man das jetzt passend genau zuschneiden würde von den Maßen her, dann würde das nicht gehen, dann hätte man irgendwo Luft. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, das Ganze 5 mal 2,7 zu machen. In der Länge sind meine Boxen immer 12 cm, einfach damit man wirklich schön was reinbekommt. Ich habe gegoogelt, so ein Durchschnittsschokoriegel, ein Kinderriegel oder halt so ein Duplo ist ungefähr 11,7 oder 11,8. Deswegen hatte ich mich jetzt für 12 cm entschieden. Und daraus ergibt sich dann ein Papiermaß mit 16,9 mal 17. Das ist das Ganze, was ich hier jetzt habe. Dann zeichnen wir uns nämlich dann einmal die Falzlaschen an. Also hier bei dem ist es jetzt egal, welche Seite wir nehmen. Und wir setzen einmal eine Falz bei 5, bei 2,7, bei 5 und
2,7 und 6,7. Dann ist der Rest hier hinten quasi Falzlasche. Und dann nehmen wir unsere Länge von 12. Und dann wären das jetzt unsere Maße. Wie gesagt, ich schreibe euch alles in die Infobox. Dann brauchen wir unsere Schere, denn dieses kleine Stück von hier unten, das schneiden wir raus, das brauchen wir nicht. Das hier oben schrägen wir uns ab, das ist unsere Klebelasche. Was ihr hier jetzt dann für Papier schlussendlich verwendet, ist egal. Denn die Boxen, die sind dann hinter den Türchen dahinter und das wird man dann nicht sehen, weil ich will das Ganze dann einmal noch verkleiden mit Pappe. Nur so weit war ich jetzt noch nicht. Wie gesagt, das ist auch ein Watch Me Craft, das heißt, ihr seid dabei, wie wir jetzt den Kalender quasi entstehen lassen. Das ist übrigens neues doppelseitiges Klebeband. Ich habe da einen sehr guten Verkäufer bei Amazon gefunden. Der verkauft 50 Meter doppelseitiges Klebeband zum Scrapbooken ohne Säure, also säurefrei, für 1,67 Euro war da die Rolle. Den Link kann ich euch auch gerne einmal mit unten in die Infobox setzen, wer da Interesse dran hat. Dann bringen wir da die Klebefläche an, drücken uns das einmal fest. Wenn wir hier jetzt Überschuss haben, dann schneiden wir uns das ab. Manchmal ist das Papier vom Action nicht ganz gerade. Die äußersten Klebelaschen sind jetzt ein bisschen zu lang, die kürzen wir vom Boden. Und dann kleben wir uns jetzt hier den Boden einmal zusammen. So, und dann drücke ich hier einmal mit dem Falzbein ein bisschen gegen. Ihr könnt natürlich auch Flüssigkleber nehmen, ne? Nehmt euren Kleber, den Kleber eurer Wahl, wie immer, wie gehabt. So, und dann ist das hier unser Türchen Nummer 6. Und wenn wir uns jetzt quasi unser Papier nehmen und Türchen Nummer 6, dann sollte das einmal genau drauf passen. Wenn das jetzt noch ein bisschen schief ist, dann einfach die Ecken ein bisschen nachdrücken und das passt ganz gut. Es ist einmal komplett rundherum umschlossen, das Türchen, und so wird das dann Naht auch hinten drauf geklebt. Genau. Ich mache mit euch jetzt noch zwei Türchen. Und zwar habe ich dann einmal noch die 15 und die 7. Die 15 ist hier unten, das ist wieder ein kleineres Türchen. Da habe ich mir auch wieder mein Lineal genommen, habe wieder nachgemessen, wie groß wäre das Türchen selber an sich. Es wäre von den Innenmaßen her 3,4 mal 3,2. Also habe ich es wieder größer gemacht und bin auf 3,6 mal 3,4, wieder mal 12 von der Länge her. Und da kommt man auf ein Papier von 15,5 mal 14,6. Eigentlich sollte es 15,6 sein. Hier habe ich ein Restepapier verwendet und habe mich für 14 entschieden. Das heißt, hier brauchen wir dann auch wieder einen Streifen, den wir einsetzen, um unsere Klebelasche zu bekommen. 12 mal 2, den habe ich jetzt einfach aus Restepapier zurechtgeschnitten. Nehme ich mir hier mein Falzbrett und ziehe mir da auf der ungefähren Mitte den Falz. Schräge hier noch die Kanten an, dass wir das dann auch da reinkleben können. Dann haben wir einmal hier unsere Klebelasche, jetzt wieder zurück zu unserem Papier. Das war 15,5 bzw. 14 mal 15,6. Und wir brauchen wieder einmal die Falz bei 12. Und dann nehmen wir jetzt wieder unsere Maße. Und da hatten wir gesagt 3,6. Von da aus geht 3,4, von da aus 3,6. Die Maße sind halt leider heute ein bisschen unrund und das müssten 3,4 ungefähr sein. Nicht ganz, aber fast. Ich habe bei den kleinen Papieren oftmals auch Restepapier aus meiner Kiste genommen.
wenn das von den Maßen her gereicht hat. Jetzt kommt das, was ich euch gesagt habe mit der eingebauten Klebelasche. Dann nehmen wir uns unseren Streifen, bringen dahinter beseitigten Klebeband an oder euren Kleber eurer Wahl. So, und bringen uns das hier einmal bündig an der Kante auf. Und dann ist auch unsere Box Nummer 15 fertig. Und jetzt nehme ich mir dann wieder unseren Bogen und das Türchen und stimme das wieder drauf. Und auch hier sieht man wunderbar, dass alles reinpasst, was reinpassen soll. Also auch das Türchen passt. Eins machen wir noch, und zwar die Nummer 7. Auch hier habe ich mir erstmal wieder gemessen. 4,8 mal 4,1 ungefähr. Das Papier ist 20,1 mal 17. Das heißt, hier sind dann wieder unsere 12. Und hier zeichnen wir uns wieder unser Maß an. Das ist eine 4,35. Und dann haben wir hinten wieder eine Klebelasche. So, auch hier bei der Klebelasche schneiden wir uns das hintere Stückchen wieder raus. Das brauchen wir nicht. Ein bisschen zu lang sind, dann einfach ein kleines Stück abschneiden. Reste ruhig aufheben, das sind immer ganz gut Reste, mit denen man halt die Kreise zum Beispiel machen kann für das Türchen, für die Öffnung. So, und dann ist auch einmal die Box Nummer 7 fertig. Und dann gucken wir auch hier nochmal, passt die Box einmal komplett und rum. Ja, passt sie. Sieht sehr gut aus. Ja, und dann brauchen wir jetzt nur, oder müssen wir jetzt anfangen, die Boxen einmal dahinter zu kleben. Denn die anderen Türchen habe ich schon fertig gemacht. Die habe ich einmal alle hier. Ja, und dann würde ich sagen, schnappen wir uns einmal die ersten Türchen und kleben die dahinter. Dafür drehen wir uns einmal das Papier. Es fängt oben mit der 1 an. Das ist jetzt Türchen Nummer 1. Und da bringen wir jetzt einmal Kleber drauf. Da entscheide ich mich jetzt einmal für einen Flüssigkleber. Ich habe hier mir solche kleinen Applikationsflaschen geholt. Auch da kann ich euch gerne den Link unten in die Infobox setzen. Das ist gerade für so kleine filigrane Sachen wie hier ganz gut. Und auch diese LP-Hüllen ganz am Anfang kann ich euch gerne einmal in die Infobox setzen, den Link. Ich habe alles bei Amazon gekauft. Da kaufe ich eigentlich immer ganz gerne. Und dann setzen wir uns jetzt hier einmal das Türchen außen rundherum. Drücken das ein kleines bisschen an. Und wenn wir sehen, okay, das ist irgendwo im Bereich des Türchens, das sieht man eigentlich ganz gut, wenn das nicht komplett abschließt, dann einfach noch mal kurz ein bisschen rüberschieben. Jetzt geht es hier einmal der Reihe nach weiter mit der 2. Die habe ich hier, so sieht die 2 aus. Auch da habe ich mit der Lasche gearbeitet, nur da habe ich das Papier falsch rum reingeklebt. Wird aber, denke ich, nicht stören, das nehmen wir jetzt einfach nach unten. Auch da habe ich wieder mit einer Klebelasche gearbeitet. Ihr könnt euch ja auch die Türchenmaße ein bisschen kürzer machen. Wie gesagt, ich fand jetzt 12 cm von der Länge her sehr gut, weil es sind ja auch kleinere Türchen dabei. Und dann würde man, wenn man das jetzt nur, keine Ahnung, 5 cm in der Länge macht, natürlich nicht so viel reinbekommen. Ich hole mir mal kurz das andere Bild, damit ich weiß. Ich habe zum Glück den Block zweimal gekauft
und habe jetzt hier nochmal das Bild, sodass ich weiß, mit was es weitergeht. Das ist dann quasi die 5. Ja, also ich mache hier jetzt immer mit der Applikationsflasche auf die Kanten Kleber drauf. Ich habe den Allzweckkleber vom Action. Der ist echt super. Der stinkt zwar wie Hölle, aber wie Hulle, wie man es auch immer sagt, der muffelt halt ein bisschen. Aber der klebt wirklich richtig gut, also vor allen Dingen auch schnell. Und das ist toll. Also das muss ich sagen, das finde ich echt super. Denn die letzten Jahre habe ich sonst immer den Glossy Essence benutzt. Ganz ehrlich, da kostet die Flasche 6 Euro oder 7 Euro oder sogar 8 Euro. Und das ist natürlich dann schon ein bisschen happig für nur so ein bisschen Adventskalender-Kleerei. Das wird übrigens der Adventskalender für unsere Nichte. Sie hat letztes Jahr schon einen bekommen von uns. Und darüber hat sie sich sehr gefreut. Und dann dachte ich mir, lassen wir doch die Tradition einmal weiter bestehen, dass sie von uns einen Adventskalender bekommt. Ich glaube, sie wird sich auch sehr darüber freuen. Und habe dann natürlich diverse Sachen geholt. Die habe ich in einem Action Haul gezeigt. Wir hatten jetzt erstmal eine kurze Pause eingelegt, weil Sabrina und ich ja das wirklich nur als Hobby nebenbei machen und gehen ja beide fast voll arbeiten. Und dann schafft man ja doch so viel auf YouTube nicht nebenbei, als wenn man zu Hause ist und das halt quasi fast als Hauptberuf machen kann, wenn man zu Hause ist. Wir nutzen dafür wirklich unsere Freizeit. Deswegen kommen eigentlich doch immer relativ selten Videos, so wie wir es halt einfach schaffen, das für euch vorzubereiten. Also die Applikatorenflaschen sind wirklich sehr toll. Das habe ich auch bei einer YouTuberin im Video gesehen. Und ich muss sagen, das ist für so kleine Detailsachen echt super. Echt, echt super. So, das ist hier die 17. Wenn das mit dem Adventskalender funktioniert, sage ich euch gleich, das ist wieder nichts für alle, die keine Reste übrig haben wollen, weil da bleiben einige Reste übrig. Ich habe auch zum Teil an Papieren Reste verwertet. Also es bleiben Reste übrig. Man kann aber auch für die kleinen Türchen ganz gut Reste verwerten. Und man kann wieder Papier verwerten, wie letztes Jahr in dem großen Turm-Adventskalender. Die einen nicht so liegen oder die man nicht so mag, die kann man hier ganz gut verwenden, umsetzen. Deswegen, also es sind nicht nur Weihnachtspapiere dabei, das ist euch bestimmt schon aufgefallen, sondern es sind auch teilweise Papiere dabei, wo ich jetzt nicht wusste, was ich damit anfangen soll. Und bevor das dann rumliegt, ich meine, ja, Papier liegt ja sowieso immer mal ein bisschen rum, ne? Bis es zum Einsatz kommt. Aber manchmal findet man doch für das ein oder andere ungeliebte Papier doch noch einen Einsatz. Und sei es nur als Demo. Ich brauche immer ganz oft auch Demo-Papier, wenn ich irgendwas für euch vorbastle. Dadurch, dass das ja jetzt nun hier so ein bisschen amerikanischer Style, ne? Also unsere Kalender gehen ja eigentlich nicht bis zum 25. Aber ich finde das eigentlich ganz cool. So für die Kinder ist es eigentlich jetzt nicht so schlecht, wenn es dann noch ein 25. Türchen gibt. Dann hat man wenigstens noch einen Tag danach, wo man sich auf eine Kleinigkeit freut.
So. Letztes Türchen. Dann lasse ich das Ganze hier ein bisschen antrocknen. Und dann komme ich gleich nochmal zurück. Und zwar drehen wir das Ganze dann. Und dann kommt der Moment, wo wir sehen können, ob das Ganze funktioniert hat, was ich mir hier ausgedacht habe, oder ob das Ganze nicht geklappt hat. Auf jeden Fall lasse ich das Ganze jetzt hier mal so 5 Minuten vor sich hin trocknen. So sieht es jetzt aus. Man hat halt jetzt quasi hier so einen Rücken mit so ganz vielen Kästchen. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Und dann bin ich in kurzer Zeit wieder für euch zurück. Während der Kalender hier so vor sich her trocknet, zeige ich euch mal, was ich aus dem anderen Papier gemacht habe. Was ich von dem Papier noch gemacht habe, weswegen ich sagte, ich habe noch Reste übrig. Und zwar habe ich ja diesen Block verwendet und unter anderem diese Türchen. Und zwar habe ich bei der YouTuberin Beanie Box oder Prini Box oder ich verlinke euch den Kanal unten in der Infobox, diese Explosionsboxen hier gesehen. Und zwar sieht die so aus. Das ist jetzt erstmal der Deckel. Ich drehe das mal. Und wenn man das jetzt aufmacht, hat man hier lauter 5x5 cm Boxen drin. Als Explosionsbox, als Adventskalender. Ich kriege das gar nicht alles komplett drauf. Wartet, ich nehme euch mal kurz vom Stativ. Und zwar sieht das Ganze dann nämlich so hier aus, dass man halt in alle Richtungen jeweils Türchen hat. Oben und unten jeweils 9 und links und rechts 3. Und davon habe ich 2 Varianten gebastelt für meine Eltern und für die Schwiegereltern. Achtung, es wird ein bisschen ruckelig, denn ich packe mich wieder zurück ins Stativ. Und ja, da sind halt so Kleinigkeiten drin. Und das bekommen die Eltern, Schwiegereltern dieses Jahr von uns quasi als Weihnachtsgeschenk. Und dann gibt es zu Weihnachten noch eine ganz kleine Kleinigkeit. Genau, das wollte ich euch einmal zeigen. Das ist jetzt die eine Variante. Und dann einmal die zweite Variante. Die sieht so hier aus. Achtung, ich stelle das Stativ mal ein bisschen höher. So. Da ist der trocknet. Da ist die andere Explosionsbox. Und hier ist jetzt die zweite Explosionsbox. Und auch hier, wenn man den Deckel abnimmt, hat man dann links und rechts die 5x5 Türchen. Und ja, das finde ich ist eine sehr, sehr, sehr schöne Sache. Gefällt mir richtig gut. Ich suche jetzt noch für die Mitte eine Weihnachtsfigur, so als Deko mit zum Verschenken. Und wen das interessiert, guckt euch einfach das Video bei ihr auf dem Kanal an. Oder wenn ihr sagt, ihr wollt es explizit nochmal bei mir sehen, dann schreibt es mir in die Infobox und dann mache ich euch auch gerne nochmal ein Tutorial hier auf dem Kanal. Aber es existiert ja quasi schon ein Tutorial dazu. Deswegen würde ich jetzt explizit dazu jetzt nicht nochmal eins machen. Genau, da fällt auch schon das erste raus, mit was es gefüllt ist. Und das waren die Explosions-Adventskalender. Und gleich geht's weiter mit unseren Türchen-Adventskalender. Trockenzeit ist vorbei. Und ich würde sagen, wir drehen den Kalender mal um. Und gucken mal, ob das Ganze funktioniert hat. Ja, sehr gut. Prima. Also gut. Die 14 lässt sich schon mal öffnen. Die 4 auch, die 3 auch. Super, also ich würde sagen, wir öffnen jetzt erstmal jedes Türchen, damit wir gucken, oh nein, es ist ein bisschen angeklebt. Okay. Die 10, oh nein, die 10 klebt. Da müssen wir vorsichtig sein, dass wir das irgendwie lose kriegen. So, weil wir wollen es ja danach auch noch befüllen. Oder wir müssen es danach noch befüllen. Das hier natürlich nach innen rutschen, das ist weniger schön. Nein,
aussehen? Ja, also es funktioniert wunderbar. Sehr schön. Cool. Ja, das gefällt mir richtig, richtig gut. Da bin ich jetzt sehr, sehr, sehr begeistert. Muss man nur meiner Nichte erklären, dass er die nach außen aufmachen soll und nicht eindrücken. Die Hoffnung, dass ich das dann gleich beim Befüllen auch hinkriege. So. Die Schniepel so nach vorne. Dass man das dann auch öffnen kann. Genau, sehr schön, prima. Also meine Idee ist aufgegangen. Die Türchen lassen sich öffnen. Finde ich sehr, sehr toll. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und in der Zeit, wo das Ganze getrocknet hat, habe ich jetzt noch die Seitenverzierungen bzw. die Seitenteile fertig gemacht. Und das würde ich jetzt mit euch noch anbringen, weil so würde ich ihn jetzt ungern lassen wollen. Deswegen drehen wir uns jetzt nochmal auf den Rücken. Und zwar habe ich mir jetzt zurechtgeschnitten vier Teile. Also das sind von A4 Bögen, jeweils weiß vier Teile und zwar gekürzt auf 12,2 und dann halt in der Länge 29,5, so wie halt ein A4 Bogen ist. Und das bringen wir jetzt jeweils auf den Seiten an. Jetzt muss ich nur gucken, es gibt eine gemusterte Seite und eine nicht gemusterte Seite. Und dazu nehme ich mir jetzt mein doppelseitiges Klebeband. So, und dann werde ich das hier jetzt als Blende davor setzen, dass man halt die Muster von dem Papier nicht mehr sieht. Ja, also ich hoffe, ihr seht, was ich mache. Ich kann es leider nicht tippen. Und dann habe ich noch einen Papierzug zugeschnitten für den Abschluss sozusagen als Deckel. Nennen wir es jetzt einfach mal Deckel. Und das hat die Maße 29,9 x 29,9. Dann ist er von der Seite her schon verkleidet, dass man die Boxen nicht mehr sieht. Und jetzt kleben wir noch unseren Deckel, wie gesagt, 29,9 x 29,9, und das kleben wir jetzt einmal hier als Abschluss oben drauf. Und dann ist das Ganze rundherum verziert und dann sieht das auch nicht mehr so wuselig aus mit den Kartons sozusagen. Wunderschöner Türchen-Adventskalender, einmal verziert von den Seiten, oben, unten, links und rechts, und einmal hinten drauf das gemusterte Papier. Und ich werde jetzt noch links und rechts, oben und unten von meinen Resten noch ein bisschen Designpapier anbringen, einfach, dass er nicht so steno-weiß aussieht und so nackig aussieht. Und das war's heute zum Sonntag von meinem Watch Me Craft. Ich bin von meiner Idee und von meinem Einfall sehr begeistert. Bin überrascht, dass es doch funktioniert hat. Manchmal klappen nicht immer alle Ideen von Anhieb an perfekt. Und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen inspirieren können. Alle Daten, Maße, Infos, alles, was ich so im Video genannt habe, findet ihr unten in der Infobox. Und ich wünsche euch wie immer einen schönen Sonntag, ihr Lieben. Bye, bye.